Ich beginne mein Tageswerk meistens mit einem Tagebuchblatt. Ich führe schon seit Jahrzehnten meine Tagebücher und diese Tagebuchbilder, die stimmen mich ein für das Tageswerk. Manchmal entsteht es mit Hilfe eines Textes, den ich lese, den ich meditiere. Das kann ein Text sein aus der Bibel. Es kann aber auch ein Text sein aus der Zeitung, was mich beschäftigt. Und diese Tagebücher, die sind dann parallel zu meinem Werk, das ich im Atelier oder auch in der freien Natur weiterführe. Die Zeichnung ist für mich zum eigenständigen Medium mit eigenen Regeln geworden. Das gilt aber auch für die Malerei. Ich achte auf das Material, die Vorzeichnung. Ich lasse mich von den Materialspuren verführen und anregen. Ich mache sie sichtbar im Papier oder auf der Leinwand, überlagere das Papier mit meinen Erinnerungen, die ich den vorgefundenen Spuren zufüge. Die Zeichnung der frühen 70er Jahre ist von heute gesehen eher Spurendokumentation, die zum gemalten Bild hinführte. Später hat sich der zeichnerische Zugriff auf die Wirklichkeit verselbstständigt, wurde zu etwas Eigenständigem. Ich schaue heute verstärkt auf das Material, welches ich fürs Zeichnen verwende, auf den meist situativen Einsatz weicher und harter Bleistifte, von Filzstiften und Tuschen, auch der Kohlenstifte. Sie alle reagieren mit den gewählten Zeichengründen. Ähnlich wiederum passiert es in der Malerei, je nach Farbe, ob es Acrylfarbe oder Ölfarbe ist und welchen Untergrund ich dazu brauche, Leinwand, Baumwolle, grundierte, ungrundierte Leinwände. Auch arbeite ich vielfach mit dem Material vor mir, wie das Sand am Meer. Verwende Sand oft als Körper im Bild, in der Farbe. Die neueren grafischen Blätter, speziell in der seit 1998 entstandenen Serie Wasser, sind in den Varianten des Lichtes und den variierenden Farbstimmungen der Malerei zum selben Thema erneut vorausgegangen und entwickelten sich stetig und parallel zur Malerei als eigenständiges Werk. Großformatige Arbeiten auf Papier wurden auf Leinwände übertragen und verwischen die alten Gegensätze zwischen Grafik und Malerei. So entstanden auch Werke auf Leinwand mit dem Thema Felder. Dieses Wort brauche ich sehr gerne, Felder, weil ich betrachte Blumenfelder, Glasfelder, Lavendelfelder, Löwenzahnfelder und das regt mich für die Malerei an. Dann zugleich ist die Leinwand ein Feld. Ich habe also dieses Thema sehr gerne, weil es wirklich auch dem Bildfeld entsprechen kann. Und dann male ich eben malerische oder zeichnerische Felder. Das Dargestellte ist nie selbst das Dargestellte.